Es wird eng auf den Handelsrouten. In Häfen auf der ganzen Welt stauen sich Containerschiffe. Kaufleute, für die doch die Geschäfte gerade erst wieder Fahrt aufgenommen haben, stehen vor dem nächsten Problem. Sie können nicht ausliefern, was die Kunden bestellen. Denn sie bekommen selbst die Waren nur schleppend. So schleppend, dass manche davor warnen, dass es schon jetzt zu spät für Weihnachtsbestellungen sein könnte. Martin Sinz, in Hamburg geht es derzeit so wie vielen Fahrradhändlern. Die Bestellungen für Weihnachten kommen rein, aber sie können nicht liefern. Denn Ersatzteile werden rar. Zahnkränze, Fahrradketten und Felgen, alles Mangelware. Deshalb müssen Kunden schon jetzt 12 Monate und länger auf ihre Räder warten. Ersatzteile sind sukzessiv immer nicht lieferbar, sodass wir jedes Mal nachschauen müssen, wenn ein Kunde etwas haben möchte, das wir bestellen müssen. Gibt es das eigentlich? Wir können nicht pauschal sagen, dass wir es bestellen können. Auch Dan Life Hade kennt das Problem. Der 26-Jährige ist leidenschaftlicher Gamer. Wie viele andere wünscht er sich eine PlayStation 5. Eigentlich ist die Konsole seit letztem November im Handel. Eigentlich, denn sie ist permanent ausverkauft, selbst auf eBay kaum zu bekommen. Es ist verdammt schwierig, daran zu kommen, also weil die Preise auch echt enorm hoch sind. Und sobald die beim Mediamarkt wieder zur Verfügung ist, dauert das nicht mal zwei Minuten, bis sie gleich wieder ausverkauft ist. Die neue Mangelwirtschaft zeigt sich inzwischen bei vielen Produkten. Und das ausgerechnet im Vorweihnachtsgeschäft. Die Gründe für die Lieferengpässe sind vielfältig. Es gibt manche Produkte, bei denen ist wirklich die Produktion gestört. Das beobachten wir unter anderem bei der Unterhaltungselektronik, wie bei Spielekonsolen, weil da die Computerchips gerade Mangelware sind. Es gibt andere Produkte, bei denen ist die Produktion am Laufen, aber die Nachfrage ist so stark explodiert, dass die Produktion und auch der Transport nicht hinterherkommt. Beispiel Hamburger Hafen. Hier kommen derzeit die Containerschiffe mit 7 bis 10 Tagen Verspätung an. Grund sind immer noch die Folgen der Pandemie und die Blockade des Suezkanals im Frühjahr. Außerdem fehlt in vielen Häfen das Personal, um die Ladung zu löschen. Das heißt, dass Züge hier im Hafen dann warten müssen, bis der Container da ist, dass Binnenschiffe nicht rechtzeitig hier im Hafen abgefertigt werden können, dass LKWs irgendwo stehen und warten, ihren Container abzuholen oder abzuliefern. Also die gesamte Kette, logistische Wertschöpfungskette, ist gestört. Die Binnenhäfen im Land, wie dieser in Frankfurt, versuchen die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Aber trotz eines 24-Stunden-Betriebs kommen sie nicht nach. Das hat Folgen, auch für das Weihnachtsgeschäft. Ich möchte keine Panik machen, aber ich würde tatsächlich drauf schauen, ein bisschen frühzeitiger dran zu gehen, weil mit Sicherheit einige Sachen nicht pünktlich in den Regalen stehen werden. Die Lage wird sich nach Einschätzung von Experten wohl frühestens nächstes Jahr bessern. Fahrradhändler Martin Sinz hofft, dass er seinen Kunden den Wunsch nach einem neuen Rad im nächsten Frühjahr wieder schneller erfüllen kann.